Hi Leute, das ist der E-Scooter von Dot. Den gibt es hier seit ein paar Monaten. Der kommt mir vom Aufbau ziemlich bekannt vor. Er hat auf jeden Fall einen wechselbaren Akku und hier vorne ein Federbein. Hier vorne ist so eine Box dran. Die kommen mir auch sehr bekannt vor. Es ist aber kein Tierroller. Die ersten Roller, die die in Bonn verwendet haben, waren tatsächlich genau die gleichen, die Tier auch verwendet. Und hier in der Nähe steht auch ein Tierroller, da gehe ich gerade mal hin. Da hinten steht der Dot-Roller und hier oben steht die Tiervariante. Beim Tier handelt es sich ja um einen OKE S200D. So sieht der Lenker aus. So da hinten das Cover vom Rad. Und hier ist diese Box. Jetzt gehen wir nochmal zum anderen. Hier sind sehr, sehr viele Menschen, deswegen nur noch mal kurz der Blick, Lenker und Rest. Ich versuche den jetzt zu mieten. Okay. Gucken. Okay, ist meine entsperren. Irgendwas klappt hier nicht. Ach so. Ich soll das Ding fotografieren. Bestätigen. Fahrt beginnen. 19 Cent die Minute. Alles klar. So, die Idee ist jetzt, dass ich hier aus dem Bereich rausfahre. Über die Nordbrücke. Ist eigentlich gar nicht in dem Gebiet von dort. Gucken, ob das klappt. Und dann einmal eine Runde fahre und über die Südbrücke zurück, über die so hier drüben endet das Gebiet von dort. So, ich bin einmal voll aus dem Gebiet rausgefahren, welches von dort abgedeckt wird. Meine Idee ist jetzt über diese Brücke zu fahren hier, das ist die Nordbrücke in Bonn. Und da drüben beginnt dann das Gebiet wieder. Und dann fahre ich durch die Stadt zurück bis hierher. Ich mache mal heute eine bisschen längere Fahrt, weil ich finde den Roller cool und mir macht das Spaß, den zu fahren. Und 19 Cent die Minute finde ich jetzt auch in Ordnung. So, jetzt kommt die erste Herausforderung. Die Frage ist, ob er überhaupt diese Brücke schafft, hochzufahren. Man steht relativ bequem, weil das Deck ist relativ breit. Der Roller ist flüsterleise. Von der Federung habe ich noch nichts gemerkt, aber das habe ich eigentlich auch erwartet. So, jetzt kommt hier die Steigung. Mal gucken, wie er sich hier schlägt. Ich zeig mal das Display. 16, 15, ja, aber er fährt. Und relativ schnell, finde ich sogar. So die Kurve. So. Ja, also da bin ich echt zu überrascht. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass der hier so gut hochkommt. Gerade mal so die Bremsen. Die gehen auf jeden Fall. Muss man sogar ein bisschen aufpassen.
Ja, der Jogger hat ja ein bisschen zu tun, hochzukommen. So. Ich guck mal, dass ich jetzt hier rüberkomme, wieder an den Rhein ran. Das ist der Parkplatz vom Schwimmbad, vom Römerbad in Bonn. Und wie ich gerade gesehen habe, ist das Wasser abgelassen worden. Das ist eigentlich nie, wird eigentlich nie abgelassen. Aber die nutzen jetzt die Zeit, um da ein paar Bauarbeiten zu machen. Gucken, wie das hier klappt. So, ja, gemacht. So, jetzt fahren wir hier am Ufer lang. Heute ist ja kein Freitag und viele Menschen gehen spazieren, habe ich den Eindruck. Und der Parkplatz, wo ich eben war, boah, so viele Hunde habe ich noch nie gesehen auf einer Runde. Das ist jetzt ungefähr 21. 20 Komma irgendwas, ne? Ich lasse jetzt keinen GPS mitlaufen. Da vorne sieht man jetzt die Kennedy-Brücke. Über die will ich dann zurück. Also ich muss sagen, der fährt sich wirklich, wirklich gut. Der hat ja gleich große, ich vermute, 11 Zoll Reifen. Die Federung merkt man nicht wirklich, aber das ist eigentlich egal. Der ist sehr laufruhig. Der hat relativ viel Kraft. Also wirklich, ich finde, das sind die besten, die es hier in Bonn gibt. Ja, der Akku zeigt immer noch voll an. Bin jetzt schon ein Stück gefahren. Ein paar Kilometer waren das auf jeden Fall schon mal. Der hatte jetzt in der App eine Reichweite von 25 Kilometern angezeigt. Die wird da wohl auch bringen. Wahrscheinlich mehr. Ich werde jetzt hier mal rechts abbiegen, weil ich muss ja irgendwie auf die Brücke da vorne hoch. Gucken, ob das klappt. Hier ist die Beethovenhalle, die wird irgendwie gerade gebaut. Beethoven kommt ja aus Bonn. Hier den kleinen Berg hoch macht er 19. Völlig okay. Sogar grün. Wunderbar. Und der scheint zu warten. Fahren wir mal hier lang. Also, da kommt auch ein Bus hinter mir. Ich weiß gar nicht, ob ich hier fahren darf. Auf der anderen Seite gibt es einen Radweg. Mhm.
Hier vorne steht Fahrrad frei dran. Auf der Buslinie. Ja, perfekt. Wäre das auch geklärt. So, hier muss ich eigentlich links, aber man darf nicht links. Auch da beim gerade Ausschild steht dran Fahrrad frei. Der hat das gleiche Problem wie ich. Ich fahre jetzt einfach mal hier. Wow. Ja. Hat gepasst. War nicht ganz korrekt, aber hat gepasst. Können wir mal sehen, diese Dot-Roller gibt es in verschiedenen Farben. Das ist die Kennedy-Brücke. Rein. Ja, auch hier die Brücke. Erstaunlich gut. Also es gibt eine Menge Leihscooter, die kommen hier schlechter hoch als mit 19. Respekt. Ich finde den wirklich, wirklich gut. Ich denke, es ist ein OKE S 400. Der sieht natürlich total anders aus als der Version von Tier. Aber was haben die Holländer hier? Dort ist eine holländische Firma, holländisch-französisch, glaube ich. Da haben die sich echt was Gutes bauen lassen. Den Akku kann man tauschen. Das heißt, die müssen die Roller nicht alle einsammeln. Ja, der Radfahrer hat es jetzt geschafft, wieder vorbeizuziehen. Wenn ich jetzt das Gas drücke, dann bremst er mich auf 20. Bergab. So, hier muss man natürlich jetzt aufpassen, da sind eine Menge Fußgänger unterwegs. Bremsbereit sein. Auch wenn hier ein Radweg ist, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ah, das ist lustig hier. Total durchdacht, den Radweg hier raufzulegen, wenn man hier Anwohner ist. Hier ist auch ein Dot-Scooter. Grün. So, ich muss jetzt hier irgendwo gleich mal links fahren. Ah, ein Balken ist weg. So, jetzt will ich da vorne links abbiegen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Vermutlich absteigen und schieben oder so. Jetzt hier rüber fahren. Doch, könnte sogar mal klappen. Könnte klappen. Hier darf man links. Hand aus. Und dann fahre ich hier rum. Klappt. Ja, die Straße kann ich eine ganze Strecke fahren. Beim Rechtsabbiegen kann ich natürlich nicht den Hand raus machen. Sonst wäre ich ja langsamer. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile gefahren. 19 Cent die Minute. So lange bin ich mit den anderen Scheirern noch nicht gefahren, aber bei 10 Minuten sind wir bei 1,90. 20 Minuten, denke ich, sollte hinhauen, dann sollte man wieder da sein. Dann kostet es halt 5 Euro die Fahrt. Mal gucken, ob es klappt. Hier die Strecke bin ich auf jeden Fall mit den anderen Sharing Scooter dann auch gefahren. Vielleicht kommt es euch bekannt vor.
So, kurzer Schlenker hier zu dem Platz. Geht's ein bisschen berghoch. Mal gucken, wie er sich hier bewegt. Oh, er wird da auch noch ein bisschen langsamer. Also ist schon auch für den nicht ganz einfach. So, jetzt fahre ich zum Rhein. Ich wollte ja diese Rampe hoch, aber da stehen jetzt genau zwei Dot-Scooter. Hoffentlich komme ich da durch. Ja, klappt. Boah, viel los heute. So, das sind jetzt hier die letzten Meter. Das ist der Rheindamm. Ich bin gleich an dem Punkt, wo ich den Roller ausgeliehen habe, zurück. Ah, jetzt habe ich doch noch einen Balken geschafft. Kurz vorm Ziel. Stell den jetzt mal genau neben den Tier. So. Jetzt versuche ich den zu sperren. Beenden. Alles klar. Fahrt beenden. Hier ist Parken nicht erlaubt. Okay. Hier hatte ich ihn geholt. So, alles klar, Fahrt beenden, 6,11 Euro, 26 Minuten Fahrzeit. Jo, 26 Minuten, 5 Euro Fahrkosten und 1 Euro Ausleihgebühr. So, da steht er, genau wie vorher. Mir hat Spaß gemacht, ich fand ja, das gut. Ja, so viel zum Dot Sharing E-Scooter. Ich finde den wirklich super. Der hat sich hier bei der Fahrt wirklich sehr gut geschlagen. Ich bin 26 Minuten gefahren. Die Kilometeranzahl habe ich jetzt nicht bekommen. Aber ich messe das nachher mal nach und blende das ein. Der fährt wirklich sehr ruhig. Man hat ein gutes, breites Trittbrett. Der hält seine 20 km/h und in Bergaufstrecken, da wird er minimal langsamer, aber ich habe jetzt keine Stelle gefunden auf meiner Fahrt und die war ja wirklich lang, die ihn irgendwie Probleme bereitet hätte. Ja, also wenn es dieses Gerät zu kaufen gäbe, ich vermute ja, dass es ein OK ES400 Variante ist, dann hätte ich großes Kaufinteresse. Aber leider gibt es dieses Gerät nicht zu kaufen für Konsumer. Ja, daher ist das so. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich mir so ein Gerät zulege, wenn es dann käuflich erwerbbar wäre. Wobei man natürlich bedenken muss, ich habe es jetzt nicht probiert, aber die Geräte sind nicht leicht. Die werden so 30 Kilo wiegen. Und dann, ja, da muss man halt mal gucken, ne? Ob das Sinn macht. Schön wäre natürlich auch ein klappbarer Lenker, aber gibt es natürlich auch nicht, ne? Aber ist ja auch nicht dafür gedacht. Ist ja ein Sharing-Scooter, also alles in Ordnung. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und ja, man sieht sich, ne?